Herrlich. Moin Leute, grüße euch, herzlich willkommen zurück hier im wunderschönen Harz. Bevor ich hier auf die Straße abbiege, habe ich gedacht, ich nehme euch nochmal wieder mit dazu. Denn wir wollen ja ansehen, das Feld hier gleich zur Rechten, welches wir vorhin gekalkt haben, vorm Mittag. Das muss jetzt natürlich angesehen werden, Raps soll da drauf. Und da nehme ich euch natürlich mit, natürlich. So. Schauen, ich muss mich kurz ein bisschen konzentrieren. Da kommt was auf jeden Fall. Sehr schön. Passt. Einwandfrei, einwandfrei. So. Einmal rumfahren. Post ist auch unterwegs, fantastisch. Ich warte auf ein Paket. Es trifft sich sehr gut, vielleicht kommt das heute. Das schaukelt aber, du. Wahnsinn. So, einmal ausklappen das Ganze. Raps ist schon drin. Raps-Saatgut. Das habe ich am Hof natürlich schon gemacht. Und das sieht, glaube ich, auch ganz gut aus hier. So, dass wir eigentlich direkt starten können. Jo, sehr gut. So, und los geht's. In der Hoffnung, dass wir dann nächstes Jahr hier schönen goldenen Raps runterholen dürfen. Da muss ich mir ein kleines Stück zurücksetzen. Also da will ich ja schon jede Ecke mitnehmen. Das ist alles bares Geld. Am Ende des Tages. So. Sehr gut. Ja, ansonsten, wenn man hier und da vielleicht ein bisschen nacharbeiten muss, ja, kein Problem. Kriegen wir alles hin. Tagesplan, hatte ich ja vorhin schon gesagt, als wir hier am Kalken waren. Rein theoretisch muss ich heute auch noch Gerste und Weizen, nee, Quatsch, nicht Gerste, sondern Hafer und Weizen vom Feld holen. So, jetzt muss man eben aufpassen hier. Da bin ich ein bisschen unsauber gefahren, ne? Siehst du das? Oh, oh, oh. Da muss ich gleich nochmal nacharbeiten, wie gesagt. Aber mittlerweile kannst du es ja super einstellen hier, wo was gesät wird und wo nicht. Lassen wir einen Teil der Maschine aus und den Rest machen wir an und so weiter. Das passt schon, das kriegen wir hin. Das ist alles gar kein Thema. Mal jetzt ein bisschen mehr Konzentration, Dennis. Nicht, dass wir das ganze Feld nacharbeiten müssen. Ja, das Feld ist neu gekauft. Ich bin mal da vorne gespannt, weil das da so echt hügelig ist. Beziehungsweise so abrupt hochgeht, ob wir diesen kleinen Steilhang überhaupt mitmachen können.
Müssen wir mal gucken, ob das geht. So, ich schiebe jetzt hier mal ein Stück hoch. Das sollte aber reichen. Hallo, 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 hallo. Vorsichtig, mein Freund. Entspann dich. Es wird alles grün. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir diesen Teil hier nicht mitbekommen. Tatsächlich. Na, mal gucken. Mal gucken. Vielleicht mit ein bisschen Glück. Wie war das? Zweimal Handgas rum und dann Abfahrt? Vielleicht klappt es ja damit. Siehst du das hier vorne? Das ist natürlich... Na, da müssten wir mal gucken, ob wir das irgendwann mal glatt walzen können. Oder ob wir hier mal mit dem Frontlader her müssen, so ein bisschen Erde abheben. Also falls man das überhaupt einfach so darf. Hier am Straßenrand, weiß ich gar nicht. Müsste ich mal in Erfahrung bringen hier bei der Gemeinde. Ja, aber kriegt er doch hin. Kriegt er doch hin, alles gut. Alles gut. So, ja, hier müssen wir eben aufpassen, dass wir den Baum nicht mitnehmen, wenn wir drehen. Nee, 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 das wird nichts. Das wird nichts. Warte, dann hebe ich hier lieber nochmal aus. Muss ja auch nicht sein, dass wir gleich mit der Maschine da am Baum hängen bleiben. Da mache ich mir nämlich echt Sorgen um die Maschine. Die war teuer. Ah, fantastisch. So, das kleine Stück Nacharbeiten da, das mache ich ganz zum Schluss. Ich mache jetzt erstmal hier so alles fertig. Vor allem, dann weiß ich auch, ob ich noch irgendwo nacharbeiten muss oder ob es da vorne bei bleibt. Mal gucken. So. Ja, man muss sich schon so ein bisschen konzentrieren, Freunde, hier, ne? Das ist, das soll ja auch alles vernünftig sein. Von daher... gilt es, Augen aufs Feld. Und auf die Maschine natürlich. Aber ich sag's euch, das ist einfach ein so schönes Gefühl. Hier entspannt über das Feld und kein Stress. Also schon natürlich, man hat ja trotzdem ein bisschen Zeitdruck und so weiter. Und man muss an vieles denken, auf vieles achten. Aber es ist anders, weil du bist hier einfach für dich. Du wirst nicht von irgendwelchen, sag ich mal ganz salopp, Kunden angequakt oder Zulieferern oder wo auch immer man arbeitet. Ehrlich. Ehrlich.
So, jetzt brauchen wir ihn nur einmal ausbessern, so ein bisschen. Dann sind wir hier durch. Dann würde ich einmal direkt den Fendt schnappen und Kipper dran. Und dann können wir nämlich zu dem ersten Feld, der Drescher steht da schon, den habe ich da schon mal hingebracht. Das bot sich nämlich gerade an, da hat mich nämlich ein befreundeter Landwirt wieder mit zurückgenommen. Daher hatte ich die Gelegenheit schon mal genutzt. Gut aus. Da oben steht der Drescher übrigens schon. Ist dem einen oder anderen vielleicht schon mal aufgefallen vorhin. Man hört es vielleicht, ich bin noch ein bisschen verschnupft. Das bitte ich natürlich zu entschuldigen. Aber es nützt nichts. Ich muss hier weitermachen. So, pass auf. Stellen wir hier hinter und heute Abend machen wir alle Maschinen zusammen sauber. Mal einmal das Licht ausschalten. Motor können wir ausmachen. Genau, die können wir. Genau, das lassen wir erstmal so stehen. Tür zu können wir trotzdem. Und heute Abend dann werden wir alle Maschinen reinigen und zurück in die jeweiligen Hallen stellen. So, sehr gut. Na, jetzt klemmt das Schloss hier irgendwie. So. Alles klar. Einmal das. Einmal das. Können wir eigentlich auch. Komm, machen wir ein bisschen Fenster auf, ne? Das Wetter ist ja gut. Warum denn nicht? Gibt's ein bisschen Fahrtwind ab. Ist auch mal nicht verkehrt. So, ran mit dir, mein Freund. Schläuche ran. Fantastisch. Aua. Ja, ich häng fest. Zwischen meinen Maschinen. Hilfe. Ich wollte hier eigentlich noch das Tor eben zugemacht haben. Muss ja nicht jeder drin rumlaufen. So, Vorwärtsgang wäre natürlich auch nicht verkehrt. Und dann würde ich sagen, Abfahrt, ne? Können wir auch hier oben bei ihm rausfahren. Das nimmt sich ja auch alles nix. So, ist alles frei, ne? Ja, sieht gut aus. Muss ich nur ein bisschen ausholen, sonst kommen wir hier nicht rum, du. Ah, riecht ihr das? Es riecht auch einfach total nach Sommer.
Und irgendwo hier in der Gegend wird auch irgendwie gedroschen oder gehäckselt, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, es riecht danach. Irgendjemand ist schon dabei. Guck mal, jetzt habt ihr mich so abgelenkt, jetzt bin ich vorbeigefahren. Ja, müssen wir da vorne gleich mal eben drehen. Nützt ja nix. Am besten... Ist was? Ich schau mal eben, ob ich hier gleich wieder rückwärts rauskomme. So. Machen wir natürlich Warnblinklicht an. Ist ja klar. Ja, warte. Danke. Ja, danke. Naja, passiert, ne? So, da vorne muss ich nämlich rein. So, dann mache ich jetzt gleich den Drescher erstmal soweit ready. Und wenn es dann richtig losgeht, dann würde ich sagen, hole ich euch wieder dazu. Oder? Was haltet ihr davon? Aber den stelle ich mal hier vorne hin. So, dass er auch irgendwie keinen stört. Komme ich dann noch aufs Feld drauf? Ja, nee. Warte, ich fahre noch ein kleines Stück weiter. Ich fahre mal hier hinter den Baum. Ja, einfach so, dass wir hier nicht im Weg stehen, aber ich auch vernünftig auf das Feld drauf komme mit dem Drescher gleich. Bisschen den Busch ramponieren. Naja. So, das dürfte eigentlich keinen stören. Jetzt haben wir hier auch ein bisschen Grünzeugs in der Fahrerkabine. Na, geht. So. Nee, wie gesagt, ich würde sagen, ich mache den Drescher ready und wir sehen uns dann auf dem Feld wieder. Also, macht's gut und bis später, ihr Lieben. Haut rein. Tschüss.